Ja, ich wünsche uns wieder einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting. Der Heilige Geist und seine Führung und wir verbinden uns wieder im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Lassen uns also einen Moment lang einfach zurückgetreten sein. Und sagen im Geist, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Schließen die Augen. Ja, dann kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, guten Morgen, noch ein bisschen müde, aber gut. Alles ruhig, danke schön. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig. Und konzentriert. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, gut. Neutral, angenehm, ruhig. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und in deinem Feedback. Kommen wir zu mir, zu meinem Feedback. Ich fühle mich sicher, geborgen, im Frieden, auch gemütlich und dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Ja, wir beginnen heute Morgen mit einem Aufhebungsprozess. Wir lassen mal direkt jetzt das aufheben, bei dem wir das Gefühl haben, dass es aufgehoben werden kann. Den Heiligen Geist, dass wir uns
Lass uns die Augen Christi verleihen im Austausch derer des Körpers. Ja, dann kommen wir zur Vorlesung und Erklärung von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Breuthof Verlag, Kapitel 13, Die schuldlose Welt, Römisch 10, Die Befreiung von der Schuld, Absatz 14, der letzte Absatz in diesem Unterkapitel. Lese vor, du kannst dich zurücklehnen vom Verstehen wollen als das Haben wollen, loslassen und dich hingeben und auf diese Weise die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Lob und Preis sei dir. Der du den Vater eins mit seinem eigenen Sohn machst. Alleine sind wir alle gering, aber zusammen leuchten wir in einer derart starken Helligkeit, dass keiner sich allein je, so das je vorstellen kann. Von dem glorreichen Strahlen des Himmelreichs schmilzt die Schuld dahin. Und die Güte und in Güte umgewandelt, wird sie nie mehr sein, was sie war. Jede Reaktion, die du erfährst, wird so geläutert sein, dass sie als Lobgesang für deinen Vater angemessen ist. Sieh nur den Lobpreis für ihn in dem, was er schuf. Denn er wird nie aufhören, dich zu preisen. Vereint in diesem Lobpreis stehen wir vor der Pforte des Himmels, indem wir sicher in unserer Sündenlosigkeit eingehen werden. Gott liebt dich. Könnte ich ihn denn vollkommen lieben, während es mir an Glauben an dich mangelt? Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz, lassen ihn einige Sekunden im Geist sinken, sich ausdehnen. Ja, dann kommen wir zu der Feedbackrunde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich? Nee, Thomas. Ja, mach du mal, Sabine.
Nee, ich hatte es nur nicht verstanden. Okay. Ach so, ja, ist ja egal. Also mir geht's gut, danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, immer noch ruhig, konzentriert. Da lauert eine Anspannung und ich atme mich sozusagen dadurch. Danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich dankbar. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Zu meinem Feedback. Es geht mir gut und bin in einem tiefen Frieden. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von Nihira. Ja, wir kommen zu der Erklärung von Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10. Ich habe es vergessen. Die Befreiung von der Schuld. Und Absatz 14. Kannst dich wieder zurücklehnen. Vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Lob und Preis sei dir, der du den Vater eins mit deinem Sohn machst. Ja, hier steht es ja jetzt so, als wenn du es machst. Ja, ich sage ja immer, du, der du dich als Ego identifizierst in einer Welt, die das Ego macht, machst es nicht, sondern der Heilige Geist in dir macht es, wenn man vom Machen sprechen würde, weil wir wissen ja, der Kurs unterscheidet ja zwischen Machen und Erschaffen. Und dennoch steht es jetzt hier so, damit du an der Stelle das Gefühl hast, selbst auch wenn du dich jetzt immer noch als Körper zu sehen glaubst und immer noch glaubst, ein Ego zu sein, dass du durch deine Bereitwilligkeit, das ist ja der Ausgangspunkt, das ist ja der Ausgangspunkt, deine kleine Bereitwilligkeit, dass dadurch das Wiedereinswerden des Vaters mit seinem eigenen Sohn stattfinden kann. Der Sohn ist ja der eine Sohn Gottes und nicht viele Söhne Gottes. Und dennoch nehmen wir uns ja in einer Aufspaltung als viele Söhne, ja, man müsste dann auch sagen, Söhne, Töchter und Tiere, wahr und Gegenstände. Ja. Und dennoch können wir in unserem, ja, man würde jetzt auch sagen Gefühl, aber es ist jetzt nicht mehr das Gefühl, was wir so als Ego haben, sondern es ist eine andere Art von Fühlen.
wenn wir uns einfühlen. Wir können einen tiefen Frieden fühlen, indem wir eine tiefe Geborgenheit und einen großen Schutz, eine große Sicherheit in uns fühlen, wahrnehmen, erkennen können. In dieser tiefen Sicherheit, in der wir uns da einfühlen, also die da in uns erkennbar und fühlbar ist, darin liegt die Botschaft, dass wir jetzt, dass jetzt der Sohn Gottes wieder eins mit dem Vater ist. Das haben wir auf irgendeine Art und Weise jetzt in unserem Geist zugelassen, dass das geschehen kann. Und das ist hier damit gemeint, dass du ihn wieder eins mit dem eigenen Sohn machst. Ja, also durch dieses Öffnen, durch dieses sich auf die Führung des Heiligen Geistes einzulassen, dadurch machst du es. Es ist ja weniger ein Machen als ein Lassen. Das wissen wir ja schon. Aber dennoch steht es jetzt hier verwirrenderweise. Ja. Aber sonst wäre der Kurs noch mal doppelt so lang, wenn jetzt das immer an jeder Stelle richtig ausgedrückt werden müsste. Ist also okay, wir können das so hier annehmen, wie es jetzt hier steht. Wir wissen ja, was wir fühlen. Wir wissen ja, was wir erkennen. Und von daher können wir verstehen, was gemeint ist. Muss nicht erklärt werden, kann aber auch erklärt werden. Alleine sind wir alle gering. Ja, selbst Jesus hat ja die Erfahrung gemacht, in der Welt des Egos zu sein und sich dort alleine und auch mal klein zu fühlen, ja, in einer Situation, nehmen wir mal dieses Beispiel, an dem er gesagt hat, oh, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann hat er gesagt, nein, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja, gemeint war ja die Kreuzigung, die Nacht vor der Kreuzigung. Da an dieser Stelle, da wurde das gezeigt, dass auch er sich alleine gering fühlen kann für einen Moment lang. Aber er ist ja über diesen Moment dann drüber hinweggeflossen und hat dann in dem Moment dann wieder den Frieden Gottes danach in sich gefühlt. Also allein sind wir alle gering, aber zusammen leuchten wir in einer derart starken Helligkeit, dass keiner sich allein das je vorstellen kann. Vor dem glorreichen Strahlen des Himmelreichs schmilzt die Schuld dahin. Und wir können, wenn wir jetzt erstmal hier wieder bis zu diesem Komma gehen, das in uns wahrnehmen. Wir können das in uns erfahren, wenn Wahrnehmung und Erkenntnis zusammenschmilzt, wenn die Wahrnehmung so nah an die Erkenntnis geführt worden ist, dass Erkenntnis leicht überfließen kann oder Wahrnehmung mit Erkenntnis verschmilzt, können wir wahrnehmen und erkennen, wie es sich anfühlt, wenn unsere Schuld dahinschmilzt. Wir können es regelrecht fühlen und fühlend mitbekommen. Wir fühlen es auch daran, dass alle Angst verschwunden ist und eben völliger Frieden und völlige Sicherheit, gänzliche Sicherheit in uns Platz nimmt.
Fühl dich ein und lass zu, dass du das fühlen kannst. Im Laufe des Tages auch als Aufgabe für den Tag. Deine Aufgabe für den Tag ist es, immer wieder so oft wie möglich oder den ganzen Tag hindurch den Frieden Gottes zu fühlen, zu erkennen, fühlend zu erkennen oder wahrnehmend in der Erkenntnis, die mit der Erkenntnis, Wahrnehmung, die mit der Erkenntnis verschmolzen ist, einfach zu erkennen. Und gleichzeitig zu erkennen, ja, wie die Schuld hinweggeschmolzen ist, wie so Schnee, der schmilzt und wenn so alles abtaut und dann du das Wasser so tropfen hörst, genauso schmilzt die Schuld, die du vorher vielleicht irgendwie zwischendurch mal irgendwie in deinem Geist, in deinem Körper als Jucken oder was auch immer als Schmerz noch empfunden hast oder als Fluchtimpuls. Ja, vielleicht kannst du sehen, wie du noch auf der Flucht bist vor irgendetwas und dann plötzlich die Stille in dir auftaucht und du in die Langsamkeit gehen kannst und sagen kannst, da ist gar nichts, von dem ich fliehen muss. Es ist alles gut. Und dieses Gefühl kommt in dir auf und stabilisiert sich in dir und bleibt immer bei dir. Und deine Übung, deine Aufgabe für den heutigen Tag ist es, das immer wieder so lange wie möglich zuzulassen. Auch sogar wenn Gedanken des Zweifels auftauchen, immer wieder zu lernen, wie richte ich mich richtig aus? Wie kann ich es weiter im Geist, mit dem Heiligen Geist, unter der Führung des Heiligen Geistes bewerkstelligen, meine Wachsamkeit weiterhin nur für Gott und sein Reich, also für diesen Frieden in mir, aufrecht zu erhalten, einzusetzen, sich in Einsätze denn, die Wachsamkeit einsetzen, für diesen Frieden, darauf ausrichte, dass ich sie weg vom Schmerz hin zu diesem Leuchten, ja, von dem wir hier gehört haben gerade, dass ich sie dahin ausrichte. Meine Aufmerksamkeit, meine Wachsamkeit da einsetze. Dieses glorreiche Strahlen des Himmelreichs. Dahin. Also mich da hineinfallen lasse, hineinschmelzen lasse. Dass die Schuld dahin wegschmilzt. Jetzt geht es nach dem Komma hier weiter. Und in Güte umgewandelt. Also die Schuld schmilzt dahin, wird in Güte umgewandelt. Wie sieht das aus, wenn Schuld in Güte umgewandelt wird? Da haben wir schon mal das Wort Gnade hier an der Seite, ja. Also noch fühlst du dich schuldig. Innerlich bittest du, hoffst du auf Gnade. Vielleicht bittest du sogar um Gnade. Du willst dieser Schuld entrinnen. Du willst dieser Strafe entrinnen. Und plötzlich kommt dieses Gefühl der vollkommenen Gnade in dir auf. Ja, auch hier die Übung für den Tag. Lass das Gefühl dieser ewigen Gnade Gottes, und hier nehmen wir jetzt auch nochmal unseren Leitsatz hinzu, den wir ja schon sehr gut auswendig kennen. Reiner Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade, und wie wir sehen, richten wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf den reinen Geist, den wir sind, der wir sind. Reiner Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade. Meine Wirklichkeit ist nur reiner Geist.
Und deswegen bin ich in einem Zustand der Gnade immer da. Und dieses Wort immer da steht dafür, dass es ewig ist. Also ich schaue mich in die Ewigkeit hinein. Ich fühle mich in die Ewigkeit ein und fühle die Gnade, die mir in der Ewigkeit immer zuteil wird. Ich transformiere mich also hin zur Ewigkeit, in der die ewige Gnade Gottes über mich oder in mir weilt. Mein Geist ist immer da im Zustand der Gnade. Meine Wirklichkeit ist nur reiner Geist. Deswegen bin ich in einem Zustand der Gnade immer da. In Güte umgewandelt. Ja, jetzt haben wir also Schuld wird in Güte umgewandelt, also durch Gnade, durch die Gnade Gottes. Wird sie nie mehr sein, was sie war. Also selbst wenn wir jetzt auch noch mal immer wieder Schuld wahrnehmen, ist sie niemals mehr in diesem Ausmaß für uns, kann sie niemals mehr in diesem Ausmaß für uns wirklich werden. Weil wir immer den inneren Kontakt zu dem tiefen Frieden weiterhin immer noch haben, auch wenn sich eine kleine Illusion mal oben drüber legen will, eine Schuldillusion. Die Basis ist da, das Fundament ist gelegt. Stehst fest mit deinen Füßen auf dem Fundament. Dem Fundament deines erkannten Friedens Gottes. Das ist ja wahrlich ein großes Fundament, ein stabiles Fundament, auf dem du stehst, was nicht erschüttert werden kann, wo du keine Angst haben musst, dass es in irgendeiner Art und Weise jemals bröckeln könnte. Kommen wir zum nächsten Satz. Jede Reaktion, die du erfährst, wird so geläutert sein. Jetzt kommt ja hier wieder dieses Wort geläutert, oftmals hier in der Übersetzung falsch übersetzt, indem dann da irgendwas mit People steht. Ja, weil Leute heißt ja People, ne? Wird gepiepelt, ne? Also das ist natürlich Quatsch. Purification wäre da das richtige Wort. Nur um das mal richtig zu stellen, wenn manchmal in den Untertiteln irgendwas mit People steht, da ist der Purification-Prozess mit gemeint, ja, Englisch. Weil wäre jetzt viel Arbeit, das alles zu korrigieren in 1500 Videos. Mache ich jetzt einfach mal so, so wie der Heilige Geist, der einfach die Korrektur vornimmt, ja. Alle Schuld ist einfach immer wieder eine Illusion, ist immer wieder die gleiche Illusion. Wenn sie einmal aufgehoben wird, wenn sie einmal korrigiert wird und einmal richtig gestellt wird, dann kann dein Geist das auf alles übertragen, kann diese Korrektur auf alles vornehmen. Und du weißt dann, wann wirklich mal Leute gemeint sind, ja, im Zusammenhang vom Ganzen, ja, dann verstehst du das schon. Schauen wir mal. Also jede Reaktion, die du erfährst, wird so geläutert sein. Aber wir sprechen jetzt von Reaktionen, die du erfährst, die normalerweise Angst und Schmerz in dir verursacht
Also eine Reaktion, die normalerweise Angst und Schmerz ist, ist aber jetzt schon in der Basis so geläutert, also umgedeutet vom Heiligen Geist, dass es nicht mehr die Macht über dich hat, die es vielleicht, jetzt müssten wir sagen, in der Vergangenheit, die nicht existiert, für dich gehabt zu haben scheint. Ja, also auch da war sie nicht wahr. Aber du hast in der Vergangenheit mehr daran geglaubt und durch deinen Glauben hast du ihm mehr Macht verliehen und dadurch war es für dich wirklicher und deswegen hat sich der Schmerz für dich ernster angefühlt und konnte länger in dir verweilen. Jetzt vergeht er schneller bis hin zu, du kannst ihn immer wieder wegschnippen. Ja? Es wird immer einfacher. Die Erkenntnis wird immer klarer. Du siehst immer klarer. Immer anhaltender, länger und klarer ist deine Sichtweise jetzt. Deswegen steht hier jede Reaktion, die du erfährst, es ist eine Erfahrung, wird so geläutert sein. Das heißt also, ist schon geläutert, ist schon purified, ja, also, dass sie als Lobgesang für deinen Vater angemessen ist. Das heißt also, noch bist du im Schmerz und willst deinen Vater noch ausschimpfen und verdammen und sagen, warum hast du mir das angetan? Gleichzeitig aber verstehst du, der Schmerz kommt ja gar nicht von Gott. Er kommt von dem selbstgemachten Ego. Und die Anklage an Gott kannst du fallen lassen. Und indem du sie fallen lässt, lässt du sie über dich gleichsam fallen, weil es ist eine Anklage gegen dich selbst. Und deine Anklage gegen dich selbst wird gemeinsam von dir und vom Heiligen Geist abgelehnt. Abgewiesen. Jede Klage gegen dich wird vom Heiligen Geist abgewiesen, wie du hier erfährst. Es kann sogar sein, dass sie in deiner Illusion nicht abgewiesen wird, also dass du da verurteilt wirst, aber in deinem Geist und in deinem Gefühl ist diese Abweisung perfekt, weil du den Frieden Gottes weiter in dir hast. Also das große Geschenk der Liebe, das große Geschenk der Freude, das große Geschenk der Liebe Gottes in dir bleibt immer unversehrt. Und du hast immer den Zugang dazu. Das ist dein großes Geschenk. Dein großes Erbe, was du erkennst, was du angenommen hast. Es spielt keine Rolle, welche Illusion sich darüber legen will, welche Klage sich zeigen will. Es wird einfach umgewandelt und wie schon oftmals hier in diesem Seminar beschrieben, haben alle Situationen oder Episoden einen glücklichen Ausgang für dich. Wie schon gesagt, ein glücklicher Ausgang heißt nicht, dass in der Mitte der Episode schon das Glück zwingend notwendig sichtbar sein muss, aber fühlend ist es schon da.
Aber der Ausgang ist ja erst in der Illusion am Ende eines Episodenkreises. Nennen wir es mal Episodenkreis. Also in deiner kleinen Episode, in deiner kleinen Serie, die sich immer wiederholt, weißt du schon, während der Kreis, der kleine Teufelskreis läuft, jetzt nimmt er einen guten Ausgang und der Ausgang ist immer gewiss, weil der Ausgang ist immer Gott. Du landest immer wieder in Gott. Du landest nicht, wie das Ego es will, bleibend im Teufelskreis, ja, in dem du niemals einen Ausweg findest, sondern du hast in jeder Episode einen Ausgang in Gott. Das ist ein glücklicher Ausgang. Der Vater und der Sohn sind eins. Das ist der glückliche Ausgang. Während die Episode läuft, fühlst du es aber schon. Kannst du es schon fühlen? Du kannst immer schon da fühlen. Und wenn du es fühlst, ist der Ausgang schon da. Du kannst den Ausgang also für dich schneller kommen lassen. Du kannst immer am Ausgang stehen bleiben. Du kannst immer schon einen Fuß aus dem Ausgang rausstellen, ja? Also mach so, wie du es unter der Führung gelehrt bekommst vom Heiligen Geist. Und bitte, wenn du verwirrt bist, einfach um die Führung des Heiligen Geistes und gib dich seiner Führung hin. Und sage ihm nicht, wie er dich führen soll, sondern lass ihn es machen, der dich führt, weil er weiß, wie er dich geistig führen muss. Weil sonst ist es keine Führung. Sonst ist es, dass du ihm die Führung aufdiktierst, die er dir geben soll. Das ist der Weg des Egos. Erkenne bitte diesen feinen Unterschied. Jetzt. Und stell keine Bedingungen mehr an die Führung. Gib dich bedingungslos der Führung hin. Mir fällt da immer so diese Aussage, die man im Köln-Bonner Flughafen hört. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Genauso, ja. Bitte lass deinen Frieden nicht unbeaufsichtigt. Lass deinen Frieden Gottes nicht unbeaufsichtigt. Also setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich. Ja. Könnte die Durchsage am Flughafen Köln-Bonn könnte genauso gut heißen. Bitte, bitte richten Sie Ihre Wachsamkeit nur auf Gott und sein Reich. Hör das so, ja. Das ist der Hinweis vom Heiligen Geist, der da immer wieder kommt. Weil sonst glaubst du, er kommt dir abhanden. Jede Reaktion, die du erfährst, wird so geläutert, dass sie als Lobgesang für deinen Vater angemessen ist. Warum ist es denn jetzt wichtig, dass ein Lobgesang für den Vater angemessen ist? Wie schon auch oftmals gesagt, stellen wir immer eine Bitte an Gott und wie auch schon oftmals gesagt, ist Geben und Nehmen ein und dasselbe. Eine Bitte ist gleichzeitig auch ein Angebot. Wir machen also mit einer Bitte, bieten wir Gott etwas an. Wenn eine Bitte aber Mangel enthält, also das heißt, wenn wir um Mangel bitten, wenn wir also Mangel anbieten, wenn wir eine Situation, in der wir mangelleidend sind, Bedürftigkeit, und das Gott anbieten, dann kann er das nicht beantworten. Weil Gott ein Gott der Fülle ist. Gott kann nur mit Fülle antworten.
Deswegen sind Dankensgebete angebracht. So wie wir ja gestern gesagt haben, Vater, ich danke dir für deinen vollkommenen Sohn, der immer frei von Sünde geblieben ist. Dann ist es ein Gebet, was aus der Fülle kommt. Es ist nicht ein bittendes Gebet. Es ist keine Fürbitte. Ja. Es ist nicht, ich weise auf den Mangel hin und ich bitte, dass du den Mangel für mich aufhebst. Das kannst du höchstens dem Heiligen Geist sagen, dass er dich bitte führen soll, dass du eine andere Sichtweise dazu bekommst. Deswegen ist es wichtig, unter der Führung des Heiligen Geistes zu stehen, weil Illusionen sehr illusionär sind. Damit wir begreifen, wie schon gestern gesagt, ich bin hier vollkommen blind, weil ich in einer Illusion bin. Sehe ich gar nichts. Und deswegen brauche ich eine Führung. Ich bin wie ein Blinder, der an der Hand geführt werden muss. Ich sehe nur Täuschungen. Ich kann mich nur auf mein Gefühl des Friedens verlassen. Und das ist das, was wir üben, dass wir uns einfühlen in den Frieden, während in Illusionen irgendein Theater passiert. Kommen wir also nochmal zu dem Lobgesang zurück. Der Heilige Geist deutet also für dich deinen Traum der Gefahr so um, dass aus ihm ein Traum der Gnade und der Liebe und der Dankbarkeit wird. Und so wird es ein Lobgesang. Das heißt also, du kommst in die Gabe, in die Situation hinein, dass du sagen wirst, danke für dieses Geschenk, für diese Befreiung. Danke, dass das einen glücklichen Ausgang genommen hat. Ein Ausgang mit Befreiung und mit Frieden. Ein Ausgang, in dem sich der Sohn Gottes in Gott wiedergefunden hat. Dafür ist großer Dank im Geist erkennbar. Du kannst deinen Dank erkennen. Und ein Dank ist gleichzeitig ein Lobgesang. Ja. Meistens fängst du ja nicht an zu singen, aber vielleicht sogar doch. Vielleicht singst du schon und lobst und preist den Herrn. Meinst es aber auch so. Es ist nicht so, dass du es einfach nur machst, weil es dir in der Kirche beigebracht worden ist, in manchen Liedern, wie das geht, sondern weil es tief aus dir eine tiefe Dankbarkeit dafür emporsteigt und dir dieser Gesang auf die Lippen kommt. Das ist Glück. Wenn du dich singen hörst, achte darauf, ob du dich vielleicht im Verlauf des Tages heute mal ein Liedchen trillern hörst vor Freude. Und erkenne doch daran, dass du in der Freude bist. Dass du gerettet bist. Dass da keine Gefahr, dass da niemals eine Gefahr war, dass du einfach nur weitergesungen hast. In Ewigkeit, Amen. Er ist für deinen Vater angemessen und die Reaktion deines Vaters, der immer den Lobgesang über dich aufrecht erhält, was jetzt kommt, sieh nur den Lobpreis für ihn in dem, was er schuf. Denn er wird nie aufhören, dich zu preisen. Ja, so da haben wir es. Da hören wir es, sagt Jesus, der es weiß. Gott liebt seinen Sohn und deswegen
hört er nie auf, seinen Sohn zu preisen. Er sieht ihn immer als das, was er ist. Vollkommen sicher, vollkommen frei, vollkommen sündlos, vollkommen rein. Vereint in diesem Lobpreis stehen wir vor der Pforte des Himmels. Jetzt kann man sich das ja auch einfach so im Geist, das passiert ja automatisch, dass man das irgendwie im Geist sieht, indem wir sicher in unserer Sündenlosigkeit eingehen werden. Warum steht das jetzt hier? Wenn du jetzt vor der Himmelspforte stehen würdest und denken würdest, oh, ups, ich habe ja noch Sünden, ne? Dann wäre das jetzt doof, ne? Also stehst natürlich sündenlos vor der Himmelspforte und hast keine Angst vor der Erlösung, weil wir erinnern uns nochmal daran, Angst vor der Erlösung, Angst vor Gott zu stehen, weil wir glauben, dass wir schuldig und sündig sind. Das ist der einzige Grund, weswegen wir Angst vor der Erlösung haben. Der Heilige Geist zeigt uns aber unsere Reinheit. Er zeigt, dass Sünde und Schuld niemals an uns herangekommen ist in Wirklichkeit. Dass es nur ein Traum war. Deswegen ist es ja so wichtig zu erkennen, dass es ein Traum ist und dass ein Traum vom Heiligen Geist umgeträumt werden kann in einen Traum, in dem du deine Sündenlosigkeit annehmen kannst. Sonst würdest du immer wieder sagen, nein, ich beschuldige mich weiter der Sünde und ich beschuldige auch alle anderen weiter der Sünde. Das ist ja ein Lernprozess. In diesem Umträumungsprozess, Läuterungsprozess, Purifications-Prozess, ja, da nimmst du ja Detail für Detail vor und übergibst es dem Heiligen Geist und schaust es dir an, wie er es dir als geläutert, purificated zurückgibt. Gott liebt dich. Könnte ich ihn denn vollkommen lieben? Während es mir an Glauben an dich mangelt, hier kommt nochmal eine große Vertrauensaussage vom Heiligen Geist, von Jesus an dieser Stelle. Es mangelt ihm in keinster Weise an Vertrauen in dich. Und dieses vollkommene Vertrauen, was der Heilige Geist, was Jesus in dich hat, gibt dir die Kraft, selber alles Vertrauen in dich zu haben, dir selbst vertrauen zu können. Sonst könntest du es nicht. Sonst, wenn du die Erfahrungen des schlechten Traums nehmen würdest, könntest du nur sagen, ich kann mir nicht vertrauen. Ich bin wankelmütig. Ich bin nicht standhaft. Der Heilige Geist, Jesus aber haben vollständiges Vertrauen in dich, in mich, in den Sohn Gottes. Ja, und deswegen schreibt er hier, könnte ich ihn, also Gott, denn vollkommen lieben, wenn es mir bei dir an Vertrauen mangeln würde, dann könnte er es nicht. Aber er kann es ja. Er hat es ja bewiesen, dass er es kann. Er kann Gott vollkommen lieben. Deswegen konnte er ja auch den Plan der Sühne in Gang bringen. Heilsplan Gottes. Den Lehrplan des Heiligen Geistes. Weil er dieses Vertrauen in dich hat, in den Sohn Gottes hat und
weil er Gott vollkommen mit der vollkommenen Liebe lieben kann, wie du auch. Du kannst es auch, du kannst es auch vollkommen. Deswegen kannst du auch jetzt in einer konstanten Schau sein, in einem konstanten Frieden, in einer konstanten Erkenntnis sein, weil er es auch kann, weil er das Vertrauen hat, was er dir verleiht. Anstelle des Misstrauens, was du aus dem Ego kennst, was diesen Platz einnimmt. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung und kommen zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, mir geht's ganz gut, obwohl ich auch sehr müde und erschöpft bin. Noch immer. Aber ansonsten alles friedlich, danke. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Oder bist du schon weg? Ja, du bist schon weg. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut und freue mich jetzt auf die Pause. Ich habe Hunger. Dann kommen wir jetzt zu meinem Feedback. Also wir verbinden uns noch mit deinem Feedback und kommen noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut, bin dankbar, freue mich auch auf die Pause. Und ich freue mich vor allem darauf, was hier als nächstes steht. Wir kommen jetzt zum nächsten Unterkapitel, Römisch 11, der Frieden des Himmels. Da geht es jetzt weiter. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Also, Pause, bis gleich in 10 Minuten. Ja, hallo ihr Lieben, wir setzen jetzt das Meeting fort. Ich lese direkt vor. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 11. Der Frieden des Himmels. Vergesslichkeit und Schlaf bis hin zum Tod werden zum besten Rat des Ego, um mit dem wahrgenommenen harschen Eindringen der Schuld in den Frieden umzugehen. Doch niemand sieht sich in Konflikt und von einem grausamen Krieg verwüstet, wenn er nicht glaubt, dass beide Gegner in dem Krieg wirklich sind. Weil er das glaubt, muss er entrinnen, denn ein solcher Krieg würde seinem Geistesfrieden sicherlich ein Ende setzen und ihn so zerstören. Wenn er doch bloß begreifen könnte, dass es ein Krieg zwischen wirklichen und unwirklichen Mächten ist, könnte er auf sich selber schauen und seine Freiheit sehen. Niemand hält sich für verwüstet und geschunden im endlosen Schlachten, wenn er selbst sie als gänzlich bedeutungslos wahrnimmt. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Absatz, also mit, lassen diesen Absatz im Geist etwas sinken, sich ausdehnen. Ja, kommen wir zur Feedback-Runde.
Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Fühle mich ruhig. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. Es geht mir gut, ich bin im Frieden. Ich habe auch ein Gefühl von beginnende Freude in mir. Und ich bin dankbar. Kommen wir jetzt also zur Vorlesung und Erklärung von Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 11, der Frieden des Himmels. Du kannst wieder vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen und dich einfach hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern. Vergesslichkeit und Schlaf bis hin zum Tod werden zum besten Rat des Ego. Ja, erstmal hier bis zu diesem Komma. Ja, wie wir ja schon mehrmals mitgeteilt bekommen haben. Hier wird beschrieben, woraus besteht das Denksystem des Egos? Also woran kannst du erkennen, dass das Denksystem des Egos in deinem Geist wieder Platz genommen hat oder du es wieder anfängst aufzufrischen durch beispielsweise Geschichten, die du dir aus der Vergangenheit erzählst? Ja, da haben wir einmal die Vergesslichkeit. Also den Himmel zu vergessen, vergessen, dass du der Sohn Gottes bist. Dieses Vergessen ist gemeint. Schlaf. Ja, also dieses Gefühl von erschöpft sein, was wir ja auch manchmal in den Feedbacks hören oder was ich auch manchmal fühle, was wir einfach kennen. Das ist lediglich der Angriff des Ego. Also so wie ich mich selbst glaube angreifen zu können, als im Ego-Denksystem mich befindend. Bis hin zum Tod, ja, also Krankheit ist jetzt hier ausgespart. Krankheit kommt noch dazu und bis hin zum Tod werden zum besten Rat des Egos. Wir sehen also hier das Wort Rat. Es ist ein Rat. Wir kennen das ja auch aus einem anderen Kapitel, was später kommt. Und zwar, man nimmt sich immer entweder das Ego als Beratenden hinzu oder den Heiligen Geist als Beratenden hinzu. Und dann trifft man verbindet sich entweder mit dem Ego oder mit dem Heiligen Geist und trifft dann seine Entscheidung. Alleine triffst du niemals eine Entscheidung. Du holst dir immer erstmal inneren Rat und dann triffst du eine Entscheidung. Deswegen steht hier auch das Wort, werden zum besten Rat des Egos. Ja. Um mit dem wahrgenommenen, harschen Eindringen der Schuld in den Frieden umzugehen. Also hier sehen wir schon, du hast den Frieden Gottes und plötzlich kommt ein harsches Eindringen von Schuld und dann sagt das Ego dir, gibt das Ego dir den Rat, wie du damit umgehen kannst und der Rat ist nur Vergesslichkeit, Schlaf. Leg dich doch was hin. Du bist nur müde. Ruh dich mal aus, du bist erschöpft. Oder das Beste wäre doch, wenn du tot wärst, oder? Ja, also so berät dich das Ego. Also schau mal heute im Laufe des Tages rein, ob irgendwann mal so eine Sequenz vorkommt, in der du das Gefühl der Erschöpfung hast und das Gefühl hast, denken zu müssen, ach, besser wäre es vielleicht, wenn ich tot wäre, dann hätte ich diese Probleme nicht. Kommen wir nochmal auf Probleme zu sprechen.
Schau noch mal in deinem Geist, ob es irgendwelche, wenn es auch nur ganz kleine Probleme in deinem Geist gibt. Weil wir wissen ja hier aus der Lehre des Kurses, was Probleme eigentlich in Wirklichkeit sind. Das Denken, also das Konzept, Probleme zu haben, ist ein Ego-Konzept. Es ist ein Konzept, was eine Rechtfertigung hervorbringt. Eine Rechtfertigung, hier zu sein. Deswegen du hier sein musst, weil du musst ja Probleme bewältigen. Und deswegen musst du auf der Erde sein. Aber das ist ja nicht dein Zweck. Dein Zweck ist, als das Licht der Welt einfach zu fungieren. Und darin musst du im Grunde gar nichts tun. Gibt es keine Probleme. Die Probleme liegen immer weltlicherseits. Schau dir mal heute im Laufe des Tages, falls du Probleme hast, an, wie diese Probleme gestrickt sind, aus welchem Faden sie gestrickt sind. Sind sie aus dem Faden der Welt gestrickt? Sind sie mit den Fäden der Welt gestrickt? Also drehen sich diese Probleme um weltliche Dinge, um endliche Dinge, um Dinge, die nicht aus der Ewigkeit sind. Um deine Existenz als Körper drehen sich darum diese Probleme. Und hier suchst du Rat. Hier suchst du den Rat und meistens dann leider den Rat des Ego. Und das Ego hat dann natürlich erstmal für dich vergessen. Vergiss erstmal, dass du der Sohn Gottes bist, weil, wie du siehst, will Gott dir nur schaden. Es will versuchen, Gott dafür verantwortlich zu machen. Dabei macht es zuerst mal die Probleme. Du machst mit dem Ego die Probleme. Sie sind hausgemacht. Probleme sind immer hausgemacht. Sie können nicht von einer äußeren, scheinbaren Macht herkommen. Sie können nur aus deinem eigenen Geist kommen. Sie können nur selbst gemacht sein. Schau tief in diese Probleme rein und versuch ganz ehrlich zu sein, dass diese Probleme nur ein Machwerk von dir selbst sind, von deinem selbstgemachten Ego, um dieses Ego aufrechtzuerhalten, damit es eine Existenzberechtigung hat, damit du einen Grund hast, sagen zu können, ich brauche mein Ego, damit ich meine Probleme lösen kann, die ich habe. Dann siehst du in all dem einen Sinn. Also wie verrückt ist es denn, Probleme zu schaffen, um einen Sinn zu erzeugen? Das muss ja aus dem totalen Wahnsinn herauskommen. Ist ja nicht schlimm, weil wenn es so ist, können wir diesen Wahnsinn ja dem Heiligen Geist übergeben. Wir können dem Heiligen Geist einfach sagen, ich bin verwirrt und ich bitte um deine Führung. Rücke meinen Geist zurecht. Das ist relativ einfach. Und in 0, nix erinnerst du dich wieder an deine wahre Identität und der Frieden Gottes kehrt wieder in dich ein. Mir nichts, dir nichts sind dann alle Probleme vergangen. Du siehst, du hast sie nicht. Sie sind gelöst. Es gibt ja einen Leitsatz, der heißt, lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und hier ist gemeint, das Problem ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Es ist nicht wirklich das Problem. Dann heißt der nächste Leitsatz, lass mich erkennen, dass alle meine Probleme gelöst sind. Sie sind alle gelöst. Nicht, weil sie gelöst sind, sondern weil sie von vornherein gar nicht existieren. Deswegen sind sie gelöst. Ja. Sie werden in einem ungeträumten Traum zwar
scheinbar vor deiner Nase gelöst, indem Gnade vor Recht ergeht, aber sie sind in Wirklichkeit ja nie gewesen. Es ist ja, sie sind ja nur gemacht. Auch die neuen Probleme, die du dir jetzt noch, während du schon in der Schau Christi bist, jetzt immer noch neu machst. Erkenne jetzt im Laufe des Tages, bei der Übung des Tages, verfolge, indem du dich selber beobachtest, dein Denken beobachtest, wie du ein Problem selber erzeugen kannst. Unter der Führung des Egos und es dich anschließend vergessen lässt, dass du es selber erzeugt hast. Weil es nur in deinen Gedanken existiert. Jetzt gehen wir mal weiter. Also Eindringen der Schuld in den Frieden. Also es dringt Schuld in den Frieden Gottes ein. Das ist nicht wahr, das sieht nur so aus. Ja? Probleme kreisen auch immer um Schuld, um die Schuld eines Bruders oder um deine eigene Schuld. Es wird ein Schuldiger gesucht und gefunden und dann wird er verklagt. Du verklagst ihn und verklagst Gott. Denk daran, die Klage, die auf dich gerichtet ist, wird abgewiesen. Natürlich kannst du Gott auch nicht verklagen. Gott ist nicht verklagbar. Ist nicht möglich. Doch niemand sieht sich in Konflikt. Ja, hier haben wir das. Konflikt, Problem, Konflikt, Problem, das ist ein und dasselbe Konflikt. Konflikte kann man nur haben, ja, wenn man glaubt. Also wo kommt denn das Wort Konflikt eigentlich her? Was ist das eigentlich? Das hört sich an wie so eine Verstrickung, ja, wie eine Verwirrung, wie eine Verzerrung. Konflikt ist nicht wirklich. Wir haben Fremden- und Selbstkonflikte. Wir haben Konflikt mit uns selber, in Depressionen. Wir können uns selber nicht annehmen. Wir haben Konflikte mit unserem Bruder, mit unserem Ehepartner oder was auch immer. Und wir haben Konflikt mit Gott. Und wir haben Konflikt mit dem Heiligen Geist, weil wir seiner Führung nicht folgen wollen. Was bedeutet das eigentlich? Bringen wir es auf einen Nenner, Unwillens. Nehmen wir das Wort Unwillens. Ja, nicht gut geschrieben. Okay, macht nichts. Aber du siehst das Wort vor deinen Augen. Unwillens heißt, du bist nicht willens, in die Erlösung zu gehen. Das ist alles. Mehr steckt da nicht hinter. Es steckt nichts dahinter, außer ich bin unwillens, die Erlösung an mich herankommen zu lassen. Und dahinter liegt wieder die Angst vor dem Licht, die Angst vor der Erlösung. Die Angst vor Gott. Warum? Wir müssen uns daran erinnern. Warum haben wir Angst vor Gott? Jetzt kommt dieser Teufelskreis wieder. Weil wir glauben, schuldig zu sein. Wir glauben, sündig zu sein. Weil wir unseren Bruder als sündig sehen, glauben wir selber, sündig zu sein und können jetzt nicht vor der Himmelspforte stehen mit dem Heiligen Geist. Wir sagen, hey, Heiliger Geist, ich habe noch Schulden, ich habe noch Schuld, ich muss hier noch, ich habe noch Probleme, ich muss zurück auf die Erde, ich muss da noch was erledigen. Ja? Erinnere dich an diesen Engel, ja? Der es da so geil fand auf der Erde, ja? Der wollte immer wieder dahin. Da waren so viele Frauen, ja? Okay, jetzt geht's weiter. Doch niemand sieht sich in Konflikt
von einem grausamen Krieg verwüstet, wenn er nicht glaubt, dass beide Gegner in dem Krieg wirklich sind. Ja, also wenn du, meistens gibt es ja immer zwei Gegner. Kann aber auch mehr geben, ja. Es kann auch noch mehr Verstrickungen geben. Aber gehen wir jetzt mal nur von zwei Parteien aus, die einen Krieg führen. Gehen wir mal von einem Ehestreit aus, gehen wir mal von einem Krieg zwischen zwei Ländern aus. Aber wenn du davon ausgehst, bring das nochmal zurück auf den Ehekrach, ja. Dass alles aus einem und demselben Geist entsteht. Wie kann dann dieser Krieg zwischen zwei Gegnern stattfinden? Kann doch nur sein, dass eine Meinungsverschiedenheit da ist, dass du glaubst, Recht haben zu müssen. Da ist es wieder, das alte Rechthaberprinzip, Rechtfertigungsprinzip. Es muss was gerechtfertigt werden. Nur Schuld kann gerechtfertigt werden. Du brauchst keine Rechtfertigung für den Himmel. Den bekommst du sowieso. Du brauchst keine Rechtfertigung für den Frieden Gottes. Den hast du sowieso. Aber für Schuld, dafür brauchst du eine Rechtfertigung. Das musst du erklären. Das muss einen Sinn ergeben. Da musst du sagen, deswegen, 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 deswegen und deswegen und deswegen und deswegen. Und da versuchst du zu überzeugen. Ja. Weil er das glaubt, muss er entrinnen. Denn ein solcher Krieg würde seinem Geistesfrieden sicherlich ein Ende setzen. Ja. Jetzt hat er Angst, dass ihm der Geistesfrieden abhanden kommt, aber es ist schon längst passiert. Er hat ihn schon gar nicht mehr. Er ist schon im Rechtfertigungszwang. Da ist der Frieden schon weg. Er ist natürlich nicht weg. Er ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, immer als Fundament erreichbar. Aber für ihn, der in der Rechtfertigung ist, er blendet ihn aus. Er blendet ihn komplett aus, um die Rechtfertigung dahin zu setzen, wo eigentlich der Frieden sein muss. Er setzt ihn wie einen Block davor. Er sieht den Frieden nicht mehr. Er ist in einer Illusion seiner selbst gefangen, in seinem eigenen Konzept des Denkens. Und ihn so zerstören. Jetzt glaubt er, er kann den Frieden zerstören auf diese Art und Weise. Dabei ist der Frieden Gottes unzerstörbar. Erinnere dich, Gott ist der Unveränderliche und er ist nicht zerstörbar. Du bist genauso wenig zerstörbar wie Gott, weil du der Sohn Gottes bist. Und dein Frieden, den du mit Gott teilst, ist genauso wenig zerstörbar wie Gott und du. All das ist nicht zerstörbar und liegt in der Ewigkeit, es ist immer sicher und wurde niemals von irgendeiner Schuld berührt. Wenn er doch bloß begreifen könnte, dass er ein Krieg zwischen wirklichen und unwirklichen Mächten ist. Ja, es ist ein Krieg zwischen, es ist kein Krieg zwischen wirklichen und unwirklichen Mächten, weil eine wirkliche Macht kämpft nicht gegen eine unwirkliche Macht. Ja. Aber es ist eine Illusion eines Krieges zwischen wirklichen und unwirklichen Mächten. Die wirkliche Macht Gottes muss sich nicht verteidigen gegen eine Illusion. Sie ist einfach. Deswegen gehen wir ja in die Wehrlosigkeit und lernen die Wehrlosigkeit von Jesus Christus, dem Erlöser, vom Heiligen Geist.
Wir selber als Ego können überhaupt keine Wehrlosigkeit darbieten. Aus dem Ego-Denksystem funktioniert das nicht. Unter der Führung des Heiligen Geistes können wir wehrlos sein, können wir uns entspannen, können wir sagen, hier bin ich in Sicherheit, ich lehne mich an den Heiligen Geist an und jetzt mach mal deinen Krieg. Komm mal hier im Außen, mach mal deinen Krieg. Dann ist kein Widerstand mehr da, dann geht der Krieg ins Leere. Das ist wie so ein Boxer, der immer Luftlöcher haut, ja? Der immer daneben haut. Der Kopf ist immer weg. Er trifft den Gegner niemals. Er ist nicht da. Für die Illusion ist Gott nicht da. Für Gott ist die Illusion nicht da. Also, jeder ist für den anderen gar nicht da. Gott kämpft nicht. Aber das Ego kämpft gegen eine Traumfigur. Gegen die Traumfigur, die du glaubst zu sein. Und du glaubst, das Ego zu sein, was gegen dich selbst kämpft. Könnte er auf sich selber schauen und seine Freiheit sehen? Und das kann er. Er kann auf sich schauen, weil das machen wir ja jeden Tag. Wir schauen auf uns. Und zwar mit den Augen Christi, mit den Augen des Heiligen Geistes. Schauen wir auf uns, schauen neutral auf uns, auf unser Tun, auf unser Denken und sehen, aha, was machen wir denn da schon wieder, ne? Ja, okay, das übergeben wir mal der Korrektur, dem Heiligen Geist. Und dann brauchen wir es nicht weiterzudenken. Es ist eine Illusion. Niemand hält sich für verwüstet und geschunden in endlosen Schlachten. Ja, und hier kommt das ja, ne? Also er spricht ja genau von dem, wie wir uns als Ego fühlen, ne? Sich verwüstet und geschunden fühlen in endlosen Schlachten, in endlosen Schlachten gegen mich selbst. Und genauso erschöpft fühlen wir uns auch, ja, als wenn wir endlose Schlachten geführt haben gegen uns selbst und niemals gewinnen können, ja, weil wir es ja selber sind. Wer soll denn jetzt gewinnen von den beiden Selbsten? Wenn das eine Selbst gewinnt, dann sind wir das andere Selbst, was verliert. Und wenn das andere Selbst gewinnt, sind wir wieder das andere Selbst, was verliert. Wir verlieren jedes Mal in dem Kampf. Ja? Aber hier steht, niemand hält sich für verwüstet und geschunden und in endlosen Schlachten, wenn er selbst sie als gänzlich bedeutungslos wahrnimmt. Also wir können nur mit der gänzlichen Bedeutungslosigkeit, die mit der Wehrlosigkeit einhergeht, können wir den Frieden Gottes in uns als Fundament weiter genießen. Ja, das Ego wird toben. Es wird versuchen, so viel zu toben, um deine Aufmerksamkeit zu erhalten. Du aber setzt deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich weiter ein, unter der Führung des Heiligen Geistes. Und irgendwann wird das Ego leiser und hört auf zu toben. Und die Gebrechen werden weniger, aber im Hier und Jetzt ist schon alle Erlösung. Lass das Getobe abklingen, während du schon in der Erlösung bist. Ja, wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen, verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen diesen Absatz im Geist sich ein bisschen ausdehnen und weiten. Und kommen jetzt zur Feedback. Ja, Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich fühle mich so ganz in den Frieden eingetaucht und freue mich einfach. Ich bin dankbar.
Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung, mit deinem Feedback. Und kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, ich fühle mich so ganz wohl und zufrieden. Im Moment sehe ich keine Bedrohungen, keine Angriffe. Ich mache jetzt auch keinen Angriff auf mich selbst im Moment. Und das finde ich jetzt ganz gut. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung, also wir lassen den Satz, lassen uns alles sacken und sinken. Dann kommen wir zum Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Frieden Gottes. Freiheit von Krieg, einfach in Frieden und in der Freude. Ciao.